Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es schon wieder feierabendmäßig auf die Möselalm. Ich bin ein bisschen mehr eingemummelt. Es regnet draußen, ein bisschen weiter oben schneit es aber zum Glück. Darauf freue ich mich schon, weil nur im Regen wäre es richtig eklig. Es ist schon stockdunkel. Und heute muss ich leider allein fahren, weil Martin und Vicky haben total viel am Wochenende gemacht. Und ja, ich leider nicht so. Deswegen fahre ich jetzt. Aber ich muss mich gerade echt ein bisschen überwinden. Und bin schon viel später dran als sonst, weil ich einfach so langsam beim Herrichten bin, weil ich nicht so recht mag eigentlich. Aber ja, man muss auch ein bisschen im Training bleiben, sonst kann ich natürlich die coolen Touren mit den anderen beiden nicht mitfahren, weil ich nicht mithalten kann. Deshalb, ob ich jetzt will oder nicht, ich muss in den Regen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass es bald schneit, sodass es nicht ganz so eklig wird. Ich bin guter Dinge, hab noch Hoffnung. Hier unten im Tal ist es jetzt so zwischen Schnee und Regen und es sieht total fancy aus, weil das jetzt so komisch ganz dicke Flocken sind, die so ganz komisch schimmern. Also es ist echt richtig schräg. Also irgendwie stelle ich mir das total dicht im Club vor. Aber ja, leicht nass bin ich jetzt auch schon, obwohl ich es gar nicht so weit habe. Ich hoffe, das wird jetzt gleich besser. Also es ist echt ekelig. Hier im Lichterkegel sieht man, wie krass die Luftfeuchtigkeit ist. Und ja, noch regnet es leider immer. Aber jetzt kann die Schneefallgrenze nicht mehr weit weg sein. Und auf jeden Fall macht es jetzt schon richtig Spaß. Sobald man sich mal überwunden hat und ein bisschen warm gefahren ist, lohnt sich es einfach Vollgas. Also dieses Schweinehund überwinden zahlt sich echt immer aus. Ja, mittlerweile bin ich zum Glück oberhalb der Schneefallgrenze unterwegs und bin auch schon fast auf der Möselalm. Schneefallgrenze ist bei ca. 800 Höhenmeter und als nächstes erkläre ich euch dann, wie ich mich auch bei so einem Sauwetter, obwohl ich alleine fahren muss, motivieren kann. Also bleibt dran, kommt jetzt gleich. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt bei der Alm oben. Mein Fahrradlicht beleuchtet mich jetzt quasi. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennt. Und da hinter mir ist Wörgl. Das heißt, ich habe jetzt 450 Höhenmeter geradelt und vielleicht radel ich noch zum Gipfel weiter. Das überlege ich mir jetzt dann gleich noch. Aber erstmal wollte ich euch erzählen, wie ich mich motivieren kann. Obwohl es heute jetzt wirklich kein so geiles Wetter hat und ich Mutterseelen alleine fahren muss. Um eben Radfahren zu können. Ich meine, klar, ich könnte auch ins Fitnessstudio, aber ich finde, das ist einfach nicht dasselbe. Ja, ich mache das so, dass ich mir zwei fixe Tage in der Woche lege, wo ich auf jeden Fall meinen Sport mache. Und dann ist es auch scheißegal, wie das Wetter ist. Ich meine, klar, es ist mir lieber, wenn es besser ist, aber wenn es eben so ist wie heute, dann fahre ich auf jeden Fall trotzdem. Ich kann dann auch verstehen, dass keiner mitkommt, weil Martin und Vicky haben zum Beispiel einfach mehr Zeit zum Biken. Und machen sowieso genug, also müssen nicht extra trainieren, damit sie fit sind, sondern machen halt eh ihre Touren. Und ich eben, seitdem ich den Mini habe und mein Mann eben nicht ganz so viel Sport macht, muss ich wirklich schauen, dass ich aktiv mir die Zeit nehme und meinen Sport auch wirklich mache. Und ein wichtiger Trick ist einfach, die beiden Tage, die ich mir fix rausgesucht habe, die sind einfach fix. Da ist dann auch kein Christkindlmarkt oder sonst was, wenn dann halt höchstens danach, aber auf keinen Fall stattdessen. Ich sage euch, wenn ihr einmal eine Ausnahme macht, ist es mega schwer, wieder zurückzukommen. Und deswegen kann ich euch nur sagen, macht keine Ausnahmen, sondern bleibt bei euren Tagen, dann habt ihr schon die halbe Miete. Das andere ist noch, dass ich mir halt klare Ziele setze. Mein klares Ziel ist zum Beispiel, dass ich bei den großen Touren mitfahren kann und nicht nur als Anhängsel, sondern als vollwertiges Mitglied und im Notfall auch helfen könnte. Und dafür muss ich natürlich fit sein, das halte ich mir vor Augen. Und deswegen fällt es mir dann auch gar nicht so schwer, diese Trainingsrunden einzulegen, egal wie eben das Wetter ist oder ob ich Lust habe oder nicht, weil ich einfach weiß, ich muss es machen, damit ich dann bei den geilen Touren, wo ich unbedingt dabei sein will und auf die ich mich eben auch Vollgas freue, auch tatsächlich dabei sein kann. Und ich glaube, das ist wirklich so die Hauptsache, man muss sich klare Routinen schaffen und man muss sich klare Ziele schaffen. Und sich das immer wieder vor Augen halten und darf einfach keine Ausnahmen aufkommen lassen.
Und sobald man dann draußen ist, dann macht es ja auch Spaß. Nur dieses Aufraffen ist eben schwer. Und das halte ich mir dann auch noch vor Augen, dass ich mir sage, okay, Petra, du hast keinen Bock. Das ist so. Kann man verstehen, wenn man rausschaut. Aber du weißt ja, wenn du ein bisschen gefahren bist, dann bist du wieder voll drin. Und dann macht es dir Vollgas Spaß. Und dafür lohnt sich das dann auch. Und das ist mein großer Trick. Genau, jetzt schaue ich mal, dass ich weiterkomme. Und ja, mal schauen, ob es jetzt direkt runter oder noch weiter rauf geht. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie es jetzt hier mit dem Schnee weitergeht, weil bis 800 Höhenmeter war gar kein Schnee und jetzt wird es gefühlt jeden Höhenmeter so richtig krass viel mehr Schnee und ich bin diesmal nicht mit dem Fatbike, sondern mit dem ganz normalen Bike und dann ist es dann auch irgendwann echt mühsam. Also mal sehen, wie es aussieht. So, und ab geht's wieder in meine Fahrradgarage. Tour ist beendet. Was mir als Motivation auch noch gut hilft, ist mich mit Sachen zu motivieren, die mir dann auch richtig Spaß machen, wie zum Beispiel eine geile Badewanne, nachdem man eigentlich richtig gefroren hat. Und von dem her, ja, denke ich mir, dann die Badewanne ist danach noch viel besser. Deshalb erstmal richtig biken und dann Badewanne gönnen. Und genau, das ist noch der letzte Punkt, mit dem ich mich so richtig gut motivieren kann. Und ab geht's in die feine, warme, wohlverdiente Wanne. Juhu. Ich mal checken, nicht, dass es zu heiß ist. Fein. So, jetzt bin ich schon voll eingeschäumt und dann wird das noch schnell rausgespült und dann geht's auch schon ab Richtung München. So, das war's. Ich bin frisch geschneit und kampelt und jetzt geht's ab nach München. Essen gibt's im Auto, aber nichts Leckeres leider. Aber gut, Hauptsache was zum Essen. Und ja, dann sehe ich meinen Mann und den Mini wieder und freue mich darauf auch schon. Aber aufs Fahren jetzt, weil Schnee, Regen, Scheiße, freue ich mich noch nicht. Egal, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht bringt es euch ja auch ein bisschen was und ihr könnt euch in Zukunft auch ein bisschen besser motivieren. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Und ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und einen Kommentar. Und klar, abonniert gerne den Kanal, würde uns sehr freuen. Weil wir geben uns echt viel Mühe, vor allem natürlich bei den größeren Biketouren und Skisachen euch mitzunehmen. Das ist gar nicht so leicht, wie das manchmal ausschaut. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Übung. Aber auf jeden Fall, ja, wir bemühen uns. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.